So, heute ist meine digitale Messuhr gekommen. Aber es gibt ein Problem. Die lässt sich nicht einschalten. So, einmal die Uhr, einmal die Bedienungsanleitung. Einmal aufmachen. Passiert gar nichts. So, ich nehme mal die Batterie raus. Lege die jetzt mal beiseite, weil in der Anleitung steht, wo war das nochmal? Genau, da steht: Batterie hat einen schlechten Kontakt oder die Batteriespannung liegt unter 1,1 Volt, also nichts erscheint auf dem LCD. Halten Sie einen guten Kontakt oder ersetzen Sie. Hier steht aber auch, dass man 30 Sekunden warten muss, und zwar, wenn man die Batterie tauscht. Ich muss selber das mal finden. Also übrigens, hier steht Batterie SR44. Genau, und da steht das. Die Anzeige funktioniert nicht. Nur beim Batteriewechsel. Und dann entfernen Sie die Batterie und ersetzen Sie sie nach 30 Sekunden. So, ich denke mal, 30 Sekunden sind um, sind sogar über eine Minute um. Wir setzen die wieder ein. Und nichts passiert. Und das hat folgenden Grund: Die mitgelieferte Batterie ist eine LR44, nicht RS44. Und außerdem, wo die schon ankam, hat sie eine Spannung von 0,1 Volt. Das heißt, kann gar nicht gehen, da die ja unter 1,1 ist. Also weit unter 1,1. Jetzt nehmen wir eine Batterie aus meinem Meditorium-Messschieber, die funktioniert. Sieht man ja. Wir nehmen die raus. Da hinlegen. So, jetzt nehmen wir die mitgelieferte, setzen die ein. Klar, passiert auch nichts. Die ist ja leer. So, jetzt setzen wir unsere wieder ein, meine. Und wie man sieht, geht sofort an. So, jetzt messen wir die Spannung von meiner Batterie. Die liegt bei 1,4 Volt. Das heißt, die Messuhr müsste angehen, weil ja die Spannung hoch genug ist. Über 1,1. So, jetzt setzen wir das Ganze wieder ein. Vorsichtig. Passiert natürlich vor der Kamera, weil man etwas kribbelig ist. So, Moment. Einmal so. Nichts passiert. Nichts passiert. Das heißt, die Uhr ist wahrscheinlich defekt. Oder weil die Batterie so lange drin war, dass sie komplett leer gegangen ist, ist eventuell auch, ja, keine Ahnung. Normal darf ja keine Elektronik kaputt gehen, aber in dem Fall funktioniert nichts. Ja, weil ich habe eine neue Batterie, die genug Stromstärke hat, beziehungsweise halt Volt, ne? Spannung. Und habe ja länger als 30 Sekunden gewartet. Hier nochmal Gegenkontrolle, dass die auch wirklich funktioniert. Moment. Ja, irgendwas stimmt mit dem Ding nicht, weil wenn ich jetzt die Batterie bei meinem einsetze, dann. Das ist aber komisch. Hat er jetzt leer gesaugt? Nochmal messen. Das gibt's doch nicht. Guckt dir das an.
Die hat jetzt 0,1 Ohm Volt weniger auf einmal, nur weil die so lange drinne war. Das heißt, in der Uhr ist irgendwas, keine Ahnung, was da drin ist. Auf jeden Fall, der saugt die Batterie echt schnell leer. Aber warum die jetzt nicht angeht? Irgendwas macht er mit der Batterie oder hat er was gemacht? Das kann doch nicht angehen. Hat doch vorhin noch alles super funktioniert. Moment, ich sehe bei mir das Problem. Da war ein Härchen drin. Ne. Na, ja, jetzt hat er mir die Batterie wohl kaputt gemacht. Das kann doch nicht angehen. Das gibt's doch nicht. Ja, jetzt ist die Batterie auch noch kaputt. Na gut, dann nehmen wir halt noch eine dritte. Jetzt funktioniert's. Also hat er sogar meine Batterie irgendwie zerschossen. Also die Uhr jetzt. Seltsame Sache. Alles funktioniert wunderbar. Muss mal 0 Punkt setzen. Okay. Also irgendwas stimmt mit der Uhr nicht. Weil wenn er die Batterie so leer saugt, so schnell innerhalb von 1 oder 2 Minuten, 0,1 Volt weniger sofort. Und die werden ja eingelagert. Das, die originale Batterie, wie gesagt, 0,1 Volt, also irgendwas stimmt da einfach nicht.